1. Ja, wunderschönen guten Morgen, Philipsburg. Wir sind hier auf der Hera Steel Nightmare, eine reine Stahlplattenveranstaltung. Und wie es halt so ist, auf diesen Veranstaltungen gibt es natürlich auch einige Aussteller. Und heute bin ich bei der Benja. Hallo, grüß dich. VDB, Verband der Büchsenmacher und Waffenfachhändler. Genau, Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler. Also Handelsunternehmen, Herstellungsunternehmen. Ja. Ihr steht jetzt hier mit dem Stand, aber verkauft keine Waffen, sondern eure Aufgabe ist jetzt welche? Unsere Aufgabe ist die Interessenvertretung. In erster Linie natürlich von Büchsenmachern, Waffenfachhändlern. Aber da Jäger, Sportschützen, Waffensammler, Paintballer, Airsoftler im Waffenfachhandel einkaufen, interessiert uns die ganze Branche und für uns sind alle relevant. Und deshalb gibt es bei uns die Fördermitgliedschaft im VDB. Und deshalb sind wir hier, um möglichst viele für unsere Sache zu gewinnen, um die Interessen möglichst stark in Berlin und Brüssel vertreten zu können. Also wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt ja einmal die Mitgliedschaft über den Verein, was natürlich relativ uninteressant ist, weil die Einzelmitglieder natürlich eine stärkere Gewichtung haben, anstelle dass man sagt, wir haben also 7000 Vereine, aber wenn in den 7000 Vereinen jeweils 100 Leute drin sind, dann kann man sagen, schaut mal, wir haben halt ein paar hunderttausend letztendlich da drin versammelt. Genau, und wenn die Politik letztendlich sieht, oh, das sind viele, dann hat das ein ganz anderes Gewicht, als wenn die sehen, oh, das sind 300 Unternehmen oder bei uns 1500 Unternehmen. Aber es gibt ja schon bereits Interessenvertretungen. Es gab mal die ELF, es gibt das Forum Waffenrecht, es gibt German Rifle Association. Wenn ich jetzt meine 38 Euro zu euch bringe und sage, bitte vertritt meine Interessen. 36 Euro. Was macht ihr? Wie legt ihr euren Schwerpunkt? Wir legen unseren Schwerpunkt darauf, dass wir sagen, wir gucken, welche Gesetze aus der EU kommen, wie die eventuell in Deutschland umgesetzt werden, was in Deutschland passiert. Und versuchen dann möglichst frühzeitig Einfluss nehmen zu können und versuchen in der kompletten Branche, also auch bei Jägern und Sportschützen rauszufinden, wo sind denn die Interessen, wo drückt der vielleicht der Schuh und da dann entsprechend das bestmögliche Gesetz rauszufinden. Das heißt, ihr habt Justiziare, die euch zuarbeiten, die so etwas Kontrolle lesen? Genau, wir haben mit Peter Brass einen, der hauptamtlich für die Interessenvertretung zuständig ist, der also nichts anderes macht. Wir haben in Berlin einen Lobbyisten, der auch nichts anderes macht als Lobbyarbeit und sich das da auch gut auskennt. Wir haben einen Justiziar, der sich darum kümmert, wie die Rechte aussehen und dann fügen wir das alles zusammen. Und wenn ich jetzt so mein eigenes Problem mit der Waffenbehörde hätte, wo ich dann sage, ich bin jetzt einer anderen Rechtsauffassung, könntet ihr mir auch schon mal so halbwegs unterstützend da helfen? Wir können es auf jeden Fall tun, also gerne mal anfragen. Viele Probleme kennen wir. Zu manchen Behörden haben wir vielleicht auch schon Kontakt gehabt. Ansonsten haben wir unseren Justiziar, der dann da entsprechend tätig werden kann für ein entsprechendes Mandat. Perfekt. So, und dann wisst ihr auch, woher die kleinen Quietschentchen bekommen. Benja, ich danke dir recht herzlich. Hab gerne. Noch einen wunderschönen Tag. Ich danke euch fürs Zuschauen. Gruß in die Heimat. Habt einen schönen Tag. Und bis die Tage. Ciao. Fördermitglied. Genau.